So, während wir so gemütlich plaudern, zieht sich der DAX weiter zurück. Die Amerikaner, die spielen zwar mit, aber ja, sind nach wie vor hier die großen Spielverderber. Auch der Dow Jones in New York mit fast 30 Pünktchen im Minus. Ja, wird das einen freut? Das einen leid, ist das anderen freut. Und bei mir Oswald Salcher, live im Handelsraum der Ceftex. Wir hatten ja heute schon einen relativ schwachen Handelsstart gesehen im DAX. Jetzt kommen die Amerikaner noch dazu. Das müsste doch eigentlich für die CFD-Trader ein gefundenes Fressen sein, so ein Tag. Ja, schönen Nachmittag, Herr Groß, hier aus dem Handelsraum der Ceftex. Ich habe mich vorbereitet bis ungefähr 15 Uhr, habe den Markt analysiert und es war eigentlich langweilig. Seit 15 Uhr sitze ich hier und versuche, ein langweiliges Gesicht zu machen. Und just in dem Moment hat sich der Markt gedreht und fällt quasi wie ein Stein. Deswegen muss ich ab und zu mal ein bisschen nach rechts schielen, um hier den Markt zu beobachten. Also wir haben den DAX gerade mal ganz kurz gesehen unter 9.100 Punkte. Ja, das ist definitiv schlecht. Wenn Sie jetzt wissen wollen, was die Trader machen, ich glaube, man tut nicht sehr viel. Also unser Sentiment, der zeigt ja an, dass die Kunden ziemlich ausgeglichen sind bei plus 0,02. Das heißt, wir haben auf der Short- wie auf der Long-Seite ungefähr gleich viel. Die Umsätze sind eher schwach. Also man ist extrem verunsichert gerade. Und ich denke, die meisten warten eben auf morgen. Da gibt es ja Zahlen von Alcoa. Die Berichtssaison beginnt und solange ist man etwas indifferent und macht erstmal wenig. Auch wenn der Chart momentan zu traden einlädt. Es sind die Amerikaner, die uns nochmal in die Suppe spucken. Es ist letztendlich auch das Thema IWF, hier Konjunkturprognose weltweit gesenkt. Was machen die Händler, die CFD-Anleger mit den amerikanischen Werten? Ja, dort ist relativ ähnlich. Also da war auch der Tag über eher langweilig. Wir hatten ja seit letzter Woche jetzt den Dow Jones 24 Stunden zum Handel angeboten. Aber auch da war tagsüber relativ wenig Bewegung drinnen und dementsprechend auch wenig Trading-Möglichkeiten. Jetzt gerade zu Handelsbeginn fällt auch der Dow Jones stärker, aber auch hier haben wir ein Sentiment von minus 0,02. Das heißt, die Kunden sind sich überhaupt nicht sicher. Geht's rauf, geht's runter, machen wenig Umsätze, auch da langweilig. Also bis 15 Uhr langweiliges Gesicht. Jetzt geht's aber zur Sache. Die Märkte fallen. Gibt's denn irgendwas, woran die Kunden glauben, so was richtig Spannendes, wo man kein langweiliges Gesicht gemacht hat? Ja, also interessanterweise war das der Eurostoxx, also auch ein Index über Europa. Der hat nämlich seit einigen Tagen einen Abwärtstrend, der nicht so volatil ist, sondern relativ konstant nach unten geht. Und da haben sich die Kunden jetzt einfach dagegen gestellt und gesagt, okay, an den Eurostoxx, da glauben wir an eine Erholung. Dort haben wir ein Plus von 0,71, also relativ deutliches Zeichen der Bullen, dass man daran glaubt, der Markt wird sich hier drehen, interessanterweise. Und ja, wenn wir zu den Rohstoffen gehen, da ist Silber hoch im Kurs. Auch da ein langer Abwärtstrend, aber die Kunden glauben an eine Änderung des Kurses und sind stark positiv engagiert. Oswald Salcher, live im Handelsraum des Ceftex in Frankfurt. Und schon ist die Langeweile beendet. Danke sehr nach Frankfurt. Danke, tschüss.